Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und ich bin ganz leise, denn ich bin hier im Clayfeld, gerade in der Nähe von der Basis, und habe in der Nacht schon mal angefangen, so ein bisschen Clay zu schippen. Und wollte gerade die Aufnahme starten, da schmiert das Spiel natürlich wieder ab. Das war ja sowas von klar. Das ist eigentlich immer, wenn ich das erste Mal nach einer Aufnahmesession wieder das Spiel starte, dass mir das Spiel abschmiert. Ich habe bis jetzt keine Ahnung warum. Naja, ist ärgerlich gerade hier draußen. Aber wir haben jetzt auch knapp eine Dreiviertelstunde Zeit. Da schippen wir noch mal ein bisschen. Weil, ganz ehrlich, ich will die Spannung jetzt hier nicht mehr alleine genießen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Weil, in diesem Loch zu kauern hier bei Nacht, wo ich absolut gar nichts gesehen habe. Ja, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Da ist natürlich schon Spannung enthalten. So, ich bin auch schon ein bisschen in Mining Tools gestiegen. Das bedeutet, jetzt kann ich eigentlich, wenn ich noch genügend Punkte hätte, nicht mehr wirklich Mining 69 nochmal leveln. Kostet mich 10 Punkte. Habe ich nicht. Wir brauchen mehr Zombies. Wir brauchen eindeutig mehr Zombies. Und ich glaube, das ist auch noch was, was wir gleich mal angehen werden. Müssen. Sollten. Wie auch immer. Also, ich brauche definitiv mehr Zombies und muss damit quasi dann gleich erstmal aufleveln. So ein paar Level will ich auf jeden Fall machen. Wie warm ist es? 21 Grad gleich wieder. Ja. Doch steigend, dann ziehen wir das Shirt mal wieder an. Ja, und seht ihr, das hier habe ich weggeschaufelt. So in der Nacht. Und ja, da kam dann so ein bisschen Clay raus. Weil ich mir gedacht habe, wir brauchen ja noch ein bisschen Clay für Cobblestone und so. Um dann, oh, 1400, Junge, Junge. Um damit dann ein bisschen diese Flexstones herzustellen und diese Cobblestone-Frames dann, dass hier unten an der. An der Säule, wo ich letzte Folge gesagt habe, hier oben da, ne, dass wir dann da einmal eine Runde Cobblestones rumziehen, mindestens Dreierhöhe, eher Viererhöhe. Und jetzt ist eh wurscht, jetzt haben wir alles. Dann nehmen wir den hier noch mit. Ich bin jetzt schockt, ja, ist okay. Nehmen wir den noch mit und dann war es das auch. Ja, 1500 Clay. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. So, der stört mich noch. In der Nacht war ich auch noch mal in der Schmiede. Hab das restliche Forged Iron rausgeholt, hab mir daraus noch eine Pickaxe gemacht. Und ja, ein bisschen Clay. Sollten wir schon noch mal hier lassen. Machen wir mal. Ich will jetzt nicht Messer zu viel und so. Komm, 20 noch. Dann haben wir 1500 und hier noch 88 Clay drin für später. Das schmilzt ja noch ein. Das ist schon so okay, denke ich mal. So, ich bin in der Nacht runtergesprungen. Stellt euch vor, ich habe mir das Bein nicht gebrochen. Hätte ich mir natürlich noch das Bein gebrochen, hätte ich es natürlich noch wieder aufgenommen. Aber da es so auch ging, ne? So, die Taschenlampe kann jetzt wieder an ihrem Platz, die brauche ich nicht mehr. Der ganze andere Rotz auch hier, die Erde. Ja gut, aus dem Stein hätte ich ja direkt eigentlich schon mal Cobblestone Rocks machen können. Dann machen wir auch direkt alle, dann nehmen wir die noch mit. Hier sind die Flagstones, die ich mir gemacht habe. Den Wrench habe ich dabei. Jo, dann geht sich jetzt ans Steine kloppen. Und Holz wieder. Holz brauche ich auch wieder. Unbedingt. Vielleicht nehmen wir die Woodspikes mal mit. Da. Und die Hälfte des Clays lasse ich mal hier. Ich denke mal, das wird reichen. Komm. Wisst ihr, was wir hier haben? Da haben wir hier. Halt, Moment. Mal kurz gucken. Essenstechnisch sieht es mau aus. Ich habe noch drei Rationen.
Ich habe in der Nacht schon eine Snowberry gegessen. Na komm, essen wir eine. Ja, und direkt wieder weg. Ja, egal, komm. Wurscht. Ab runter. Plumps. So, die Bäumchen wachsen alle noch. Deshalb lasse ich die hier nochmal stehen. Und würde mich dann quasi, Moment, das ist da irgendwas ist nicht richtig. Das muss erstmal nach hinten, dann kommt das nach vorne. Ein Wasser habe ich noch dabei, das reicht. Weil ich ja gesagt habe, die kleinen sollte man doch, glaube ich, eher mit der Steinaxt machen. Die bringt da, glaube ich, mehr. Wobei mit der Steinaxt level ich ja auch nicht meine anderen, wobei ist ja egal, den habe ich auch schon auf 10. Wobei, wenn ich ihn auf 10, ach ja, kann ich gar nicht. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, da könnte man da noch eigentlich Mining 69 und so, aber ist ja gar nicht, habe ich ja gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Ist natürlich etwas doof gelaufen jetzt, aber was willst du machen? Hier kommt zwar Kohle draus, aber das wird schon gehen, denke ich mal. Ach Gott, ihr ahnt gar nicht, ey. Ich bin einfach gerade nur noch voll gefressen, ey. Gerade leckeres Mittagessen gehabt. Beziehungsweise das war ein Abendessen bei mir eher. Und komm, ich nehme die Axt hier. Tut mir jetzt Latte. Ja, kommt echt weniger raus bei, ne? Ist schon richtig. Gut, nachts ist ja eine Wanderhorde durchgeprescht, die müsste also hier noch hängen. Ich denke mal, da vorne sind die Jungs noch von übrig geblieben. Jetzt habe ich schon wieder diese Steinaxt. Es ist Macht der Gewohnheit, glaube ich, wisst ihr das? Na, hat er mich entdeckt? Kommt er? Ja, das war komplett daneben. Bow. Den wollen wir erstmal craften. Kommst du jetzt hierher, mein Freund? Danke. Ja, das war gekonnt dran vorbei. Das aber auch. Oh, hier war ich nicht dran. Oh, ein Wasser. Moment. Was ist denn das für ein Laden? Ist das ein Shop? War ich doch schon drin? Noch nicht drin? Wollte ich hier rein? Ich hab Angst. Sag mal, wollte ich hier rein? Wow! Hallo! Über diese Überraschung, ne? Jo. Danke. Oh, was ist denn mit mir los? Na komm her. Ernsthaft? Und infiziert hat er mich auch. Natürlich. Zum Glück haben wir Honig zu Hause. Gibt's doch nicht. Ich will doch einfach nur mal hier kurz gucken, was wir hier noch so liegen haben. Ja gut, dann komm runter. Wow. Okay, die geht raus. Die ist tot. Okay, bleibt draußen. Ist in Ordnung. Hört sich an, als ob eine Horde kommt, ey, wenn die hier trampelt. Die ist von oben runter geplumpst, ne? Die Tante hier. Nee, Mensch, ich bin schon ganz kirre hier. Kapuzenpulli-Träger da ist von oben runter geplumpst. Das sind jetzt 30 Scrap Iron gewesen. 30. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich diese Stahlträger und so mehr rentieren mit der Picke abzubauen als
diese Steine gerade. Wenn man Eisen benötigt. Das ist irgendwie... Naja, wir werden es sehen. Kriege ich noch? Ach so, der ist noch weit weg. Kann ich sogar noch looten hier. Interessant, wie viel Wasser ich auf einmal finde. Und ich glaube, das hier ist auch ein Wasserturm, ne? Ja, sieht ja noch aus. War ich da oben schon drauf? Ich glaube noch nicht. Natürlich nicht. Und ich glaube, hier ganz oben ist auch noch ein Vogelnest drauf, aber das soll mir jetzt wurscht sein. Damit habe ich diesen Wasserturm auch erledigt. Ist mir damit egal. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Hä? Wieso gehe ich denn in diese Richtung? Ist das total falsch? Oder was wollte ich machen? Was wollte ich denn jetzt machen? Kinders, wisst ihr noch, was ich machen wollte? Ich habe doch gerade irgendwas gesagt, was wir machen wollten. Außer meine Infektion zu kassieren, die ich ja jetzt habe. Da lässt sich einmal von Zombies. Ich wollte Zombies jagen. Genau, das wollte ich tun. Lässt sich einmal von Zombies ablenken und ein bisschen Holz holen. Und schwupp. Und vielleicht hoffen, dass wir irgendwie ein Beet finden. Ich meine, da vorne wäre es gewesen. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, ist gut. Gib Ruhe, mein Freund. Ist dein Bogen eigentlich schon fertig? Oder stehen wir Cobblestone her? Nee. Ich stelle noch Cobblestone her. Aha, okay. Von uns sind also auch hängen geblieben, die Wanderhorden-Heinis hier. So, hier war doch gerade irgendwo ein Beet, was ich gesehen habe, ne? Von da aus habe ich das Beet auch gesehen. Wo war denn das? Da bin ich jetzt doof? Ach, da hinten. Andere Richtung. Oh Mann, oh Mann. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht ein paar Kartoffeln kriegen. Wenn wir mehr als ein, zwei Kartoffeln haben, dann würde ich mir immer Baked Potatoes da machen. Dann kann ich mich damit halt ein bisschen über Wasser halten. Ja, aber das Beet ist noch nicht reif. Doch, das ist reif. Perfekt. Naja, reif ist relativ, aber man kann es ernten. Also wird's geerntet. Weil gerade ist mir halt aufgefallen, essenstechnisch sieht es ein bisschen mau aus. Fleisch an sich habe ich nicht mehr. Das heißt, Bacon und Eggs kannst du erstmal knicken. Noch ein Beet. Das ist nicht Glück. 59 Kartoffeln und weiter geht's. Zwei Beete nebeneinander. Da will ich nicht meckern. Gut, und die paar Blaubeeren, die wir da hätten, die hätten uns jetzt auch nicht Ewigkeiten über Wasser gehalten. Und Blaubeerkuchen kann ich halt nur machen, wenn ich Mais habe. Und Eier. Wenn ich Mais habe, hätte ich mir aber auch Maisbrot machen können. Also wäre das eher naheliegender gewesen. Aber ich habe auch kein Mais. Das ist das Problem. 118 Kartoffeln sollten uns aber erstmal über Wasser halten, denke ich mal. Denke mal, das wird schon gehen. So, mal gucken, was da drin ist. Ah, ein bisschen Papier, war ja klar. Dass ich jetzt wieder für vier Papier und Taschenplatz verschwenden muss, ey. Ich glaube es nicht, ey. Jo. Sehr schön getroffen, Run. Oh, das ist gut. Und die lasse ich mal drin. Da ich hier Loot Spawn aus habe, ist es egal. Dann kann ich es auch drin lassen. Ist da noch irgendwas? Da ist ein Maisfeld. Und der ist komplett reif. Na? Achso. Den hier. Den hier. Ja, keine Angst, ich schlag die anderen Pflanzen gleich klein. So, das war 21 mal Mais. Hm. Platz habe ich noch. Genau, da kommen nämlich Mais-Samen raus. Und das ist dann ganz gut, weil dann kann ich die 21 Mais, die ich habe, wirklich dann auch in Kornmehl verwandeln.
Und mit den anderen Seeds, die ich hier rauskriege, kann ich dann mein neues Beet bestücken. Muss ich mir langsam mal ein Beet machen, das wäre vielleicht meine Idee, ne? Ja. Schwein gehabt. Nahrungssuche erstmal erfolgreich abgeschlossen. Ich zog aus, um Zombies zu finden und fand Essen. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Tausch, du. Ich finde, das ist ein guter Tausch. Und da vorne sind noch Bäume, die kann ich auch noch mal essen. Ja. Dann Mahlzeit. Ich klammer jetzt mal ein bisschen Rinde. Was ist mir? Mir ist warm. Ein Poncho? Nein. Ach komm hier, die eine können wir scrappen. Tut mir nicht weh, dann habe ich den Taschenplatz mehr. Und kann hier die Seeds noch aufnehmen. So. Sicherheitshalber, man weiß ja nie, ne? Ja, ganz toll. Jetzt mit der Infektion haben wir natürlich auch noch einen Ausdauer-Buff. Debuff meine ich. Aber ich hoffe, es wird trotzdem gehen. Und ich stelle immer noch diese Steine her, ne? Meine Fresse, dauert das lange. Wie viele Punkte habe ich denn? Ne, das wollte ich eigentlich nicht gucken. Ich vertue mich da immer, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es kaufen. Dann mache ich das doch, oder? Klar, dann mache ich das. Meine 69er. Macht Sinn. Oh ja, merkt man doch schon. Merkt man doch schon. Habe ich jetzt noch? 4 Punkte habe ich noch. Das ist wenig. Überlege gleich mal. Ich hack erstmal den Baum da weg und dann überlege ich. Ah, jetzt ist Zombie in der Nähe. Diese kleinen Pausen, wo man überlegen kann und in die Skills reinguckt, da kann man dann die Chance nutzen, dass sich die Ausdauer so ein bisschen wieder aufbaut, wisst ihr? Deshalb mache ich das ganz gerne so. Jetzt habe ich zum Beispiel gleich nur noch 30. Wollen wir mal eben hier reingucken. Wo ist denn Wicker Crafting? Fixer ist schön und gut. Da gibt es doch irgendwas, was nur einen Skillpunkt Miss Crafting. Ne, das ist das falsche, oder? Faster. Doch, 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 ist richtig. Es kostet nur einen Skillpunkt durchgehend. Crafting Time 10% weniger, Qualität, okay. Ist jetzt egal. Lass mal so. Weil ich denke mir durchaus, dass man mit diesem Skill dann auch hier schneller die Cobblestones und so craften kann, weil es ist ja eigentlich Misk. Ne? Also. Aber jetzt komm. Muss jetzt schon so gehen. Jetzt. Wie viele Spikes habe ich denn? Ich habe 35 Spikes. Nehmen wir mal 25 noch. Dann haben wir noch ein bisschen Holz über und craften sich jetzt halber noch ein bisschen was. Okay, mein Bogen. Den scrappen wir. Den laden wir nach. Die Achse ist auch gleich platt. Habe ich noch was dabei? Ja, 17. Das reicht nicht für eine neue Axt. Ich will die aber eigentlich auch gar nicht mehr reparieren hier. Damit dass ich hier so um einiges besser machen kann. Ja, komm, wir hauen die Achse hier noch klein. Und wenn sie dann kaputt ist, dann melden wir sie neu ein und dann holen wir uns neues Forge Iron raus. Wie lange kann es denn immer dauern? Hier sind Seeds und da sind Seeds. Die pflanzen auch gleich bei uns wieder ein. Ja, sollte passen. Im Rückweg hier noch ein paar Zombies mitnehmen. Level 12 sind wir jetzt. Das ist ein bisschen wenig. Komm, ich geh.
Die erste Horde habt ihr mir schon alle geschrieben. Muss ich mir keine Gedanken machen. Die ist eh. Was ist das denn für ein Biom? Ach, das gleiche, was da hinten rüsten. Ja, ist okay. Die erste Horde ist eh Laff. Also. Daher mache ich mir da keine Gedanken. Und nehme es wie ein Mann, indem ich mich oben irgendwo hinstelle und verkrieche. So wie halt jeder, ne? Ja, bitte. Ah, da oben liegt einer. Mein Freund, was möchtest du mir denn sagen? Gut, dann wirst du mir halt nichts sagen. Hier ist Wasser. Na? Was machst du? Hm? Sollst du das tun? Hab ich gesagt, dass du das tun sollst? Nein, hab ich nicht. Also, warum tust du das? Gucken, ob ich das aufnehmen kann. Yay, eine unendliche Wasserpfütze. Weil eine Quelle ist es ja nicht. Das ist ein Witz. Aber gut zu wissen, dann weiß man wenigstens, dass da Wasser drin ist. Jo. Was habe ich gesagt? Warte jetzt. Hier ist noch ein schönes Ressourcensteinchen. Wäre natürlich auch schön. Ich habe auch mal überlegt, ob ich dieses Scrap Iron eigentlich mal einschmelzen soll. Weil eigentlich können wir daraus besser Forged Iron herstellen im Moment, aber ich bin noch unschlüssig. Ich meine, für den Anfang wird es bestimmt nicht falsch sein, wenn wir damit erstmal arbeiten. Naja, ich glaube, der kleine davon reicht, ne? Dann hält die Axt hier eh nicht mehr durch. Und die Steinhaxe ist ja auch gleich wieder platt. Wie man jetzt quasi sieht. So, okay. Aber, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge angekommen und ja, ich gucke mich jetzt hier nochmal kurz ein bisschen um nach Zombies in der nächsten Folge und dann denke ich mir mal, bringen wir erstmal den Loot nach Hause. Mais, Kartoffeln, dann können wir uns ein bisschen was mitmachen. Da kann man schon ein bisschen mitarbeiten. Hier haben wir ein paar Seeds noch bekommen. Pflanzen wir uns wieder ein. Ich muss mal ein bisschen was essen, also Honig essen. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge und bis dahin verabschiede ich mich und ja, bleibt mir treu, kommentiert fleißig, wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch tun kann vor der Horde, außer ruhig zu bleiben. Immer gern her damit und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, tschüssi.